Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen 100 Hektar Heimat Video. Wir vier haben uns hier in Berlin getroffen. Wir trauen uns nämlich nicht nur in die große Stadt, sondern auch runter von unseren Höfen. Respekt. Respekt. Heute treten wir in der ultimativen 100 Hektar Heimat Game Show in zwei Teams gegeneinander an. Für jeden Punkt gibt es eine Kartoffel und wer am Ende die meisten Kartoffeln gesammelt hat, verdient sich den hart umkämpften goldenen 100 Hektar Heimatpokal. Wenn die um 11 aufstehen, ist der halbe Tag schon rum, drum macht unser Team Kuhstall die leichtfertig. Mhm. Selbstverständlich würde das nicht so laufen. Wir sind einfach ein paar Jährchen älter, wir haben mehr Erfahrung. Die stecken wir locker in die Tasche. So sieht's aus. Wir lesen gleich verschiedene Zitate vor. Ihr bekommt 4 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und müsst euch nach kurzer Beratung für die Person entscheiden, zu der das Zitat eurer Meinung nach gehört. Für jede richtige Einschätzung gibt es eine Kartoffel. So, hört auf zu labern. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel. Hashtag Dorfkinder sind zur Stelle da, wo man sie braucht. Kennst du Sven Tietzer? Nö. Ja. Bei euch guckt man kein NDR, ne? Nein. Ich kenne aber auch nicht. Wer ist auch schon wieder? Gut. Ja. Ja. Ich bin Sven Tietzer. Okay, Team Acker setzt auf Mark Forster. Aber es ist A. Ich sage, es ist A. Das ist beides falsch. Glückwunsch. Als ob Greta Thunberg das jetzt gesagt hat. Doch. Die richtige Antwort ist tatsächlich Julia Klöckner. Ach, verdammt. Ich hab schon fast befürchtet, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, sollte man ja grundsätzlich immer helfen, egal wo man herkommt. Ansonsten ist das Unterlassen der Hilfeleistung gut strafbar. Jetzt kommt der Rechtssprecher hier. Erstes Spiel, erste Runde. Leider kein Punkt für uns, aber auch kein Punkt für die anderen. Das heißt, wir können weitermachen. Nächste Runde wird's besser. Wir haben Brüssel auf gut Deutsch den Mittelfinger gezeigt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, oh. Ja, ich bin auch der Meinung. Ja, wir sagen, es ist Cem Özdemir. Wir haben uns tatsächlich auch schon länger beraten gehabt und sind auch der Meinung, dass es Özdemir gewesen ist, der das gesagt hat. Ihr habt beide erfolgreich den ersten Punkt erspielt. Juhu! Yeah. Das ist großartig. Ich wechsle den Beruf. Ja, ich meine, ich habe da mal irgendwie was von Olaf Scholz gehört. Bin mir aber nicht sicher. Was hast du gesagt? Ja, das würde es jetzt kommen müssen. Ja. Ja, 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 ja. Was habt ihr denn gesagt? Sorry. Sag ich dir nicht. Na los. Na gut, es war Olaf Scholz. Wir sagen auch Olaf Scholz. Auf irgendeiner Veranstaltung, da hat er sich so Traktoren angeguckt. Und das fand er ganz toll und gesagt, boah, ja, ich wechsle den Beruf. Das ist richtig. Damit habt ihr beide wieder einen Punkt erspielt. Juhu. Dankeschön. Die Ernte ist drin und die Arbeit gemacht. Wir feiern heute Abend bis spät in die Nacht. Von wem stammt dieses Zitat? Hat das DJ Bobo gesagt? War es Benjamin Blümchen? War es Schäfer Heinrich oder Rolf Zukowski? Ist Schäfer Heinrich nicht der Typ von Bauer sucht Frau? Wir sagen, es kommt von Schäfer Heinrich. Da du keine, ich bin mit einem keinen Plan hast, vom Zitat her traue ich das auch tatsächlich nur Schäfer Heinrich zu. Ihr sagt beide Schäfer Heinrich. Das ist falsch. Was? Pass auf, jetzt kommt Rolf Zukowski. Es war Benjamin Blümchen. Nein. Das will ich sehen. Na, das kenne ich ja beim Bauern auf dem Berg. Da hat er das gesagt. Das war meine Lieblingsfolge. Und dann weißt du das nicht. Benjamin Blümchen kenne ich noch beim Autofahren auf Kassette, aber den Spruch habe ich nie gehört. Wenn es nicht explizit Heumilch oder Biomilch ist, kann ich nur sagen, das ist kein gesundes Produkt. Kommt dieses Zitat von Hannes Jänicke, Horst Lichter, Robert Habeck oder Angela Merkel? A. Hannes Jänicke. Ja, würde ich auch sagen. Das ist richtig. Und wenn das nicht wirklich explizit Heumilch oder Biomilch ist, kann ich nur sagen, kein gesundes Produkt. Es ist brandaktuell und es ging, glaube ich, an keinem Landwirt vorbei. Zumindest an keinem, der irgendwie ein bisschen Social Media affin ist. Wie seht ihr das? Wie lief das erste Spiel?
Also bis jetzt haben wir uns ja auf Augenhöhe bewegt, aber auch nur aus Rücksicht, weil es ist ja noch früher Morgen und die sind, glaube ich, noch nicht ganz wach. Aber jetzt mal Schluss mit lustig. Beim zweiten Spiel geben Philipp und ich alles und machen euch richtig platt. Ich war ja auch schon mal bei Worldwide Wohnzimmer. Das Video haben wir euch verlinkt. Ich habe hier die Twins zu mir auf meinen Hof eingeladen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich mit denen machen soll. Wir zeigen euch jetzt nacheinander verpixelte Bilder, die mit der Zeit immer deutlicher werden. Habt ihr erkannt, was auf dem Monitor zu sehen ist, müsst ihr buzzern. Mehrmals raten ist erlaubt. Liegt ihr falsch, geht es weiter. Pro richtige Antwort gibt's wieder eine Kartoffel. Scheiße. Michels Trecker. Philipp hat zuerst gebuzzert und es ist Michels Trecker. Das ist richtig. Damit geht der erste Punkt das ist natürlich peinlich, an ey. Team Kuhstall. Der erkennt ja noch nicht mal seinen eigenen Trecker. Ja, die Augen sind ein bisschen älter als eure. Ein Schwein. Was ist... Also... Ja, gut, ja. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Das ist richtig. Nächster Punkt für Team Kuhstall. Ein Schnitzel mit Zitrone? Ja! Ja! Sehr gut. Sag du. Das bin ich mit einer Axt in der Hand. Scheiße, es wird immer hässlicher. Mach es nicht scharf! Mach's nicht scharf! Das ist richtig, Michel. Oha. Ich wusste nicht, dass ich heute noch zum Therapeuten muss. Boah, voll gegen das Licht, danke. Ja, habe ich natürlich sofort erkannt. Vielen Dank, lieber Philipp. Das ist nämlich das Video, wie ich 24 Stunden im Wald verbringe. Hier gibt's richtig lecker Würmchen. Ja, kannst aber vergessen, dass ich die im Mund stecke. Ja, so wird's. Ja, scheiße. Also ich würde sagen, das ist ein Mähdrescher. Das ist korrekt, das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch! Ah! Ja, nach zwei Spielen haben wir jetzt 6 Kartoffeln erspielt und ich würde sagen, das läuft doch ganz gut, oder? Aber das heißt für uns beide als Team beim dritten Spiel Handgas zweimal rum und dann gibt Kanone, ne? Ein Teammitglied liest die Fragen vor, ein anderes Teammitglied muss die Fragen beantworten und dabei auch noch Kartoffeln schälen. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Pro geschälter Kartoffel gibt es einen extra Punkt. Team Acker führt jetzt und deswegen dürfen wir beide jetzt vorlesen. Ich sag jetzt einfach mal let's fetz, ich stelle Philipp die Fragen. Hofft, dass er seine Hausmann-Frauentätigkeiten im Griff hat. Die beiden Chaoten da auf der Seite haben jetzt Kopfhörer auf mit Musik, dass sie nichts hören und auch eine Augenbinde, dass sie nichts sehen. Also, dass sie im Grunde nichts von dem mitbekommen, was hier passiert. Ja. Ich entscheide mich für den Schwarzen hier. Das sollte, denke ich, ganz gut gehen. Die erste Frage, wie viele Quadratmeter sind ein Hektar? 10.000. Richtig. Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Trecker? 2. Ja, richtig. Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt in Deutschland heutzutage? 128. Nein. Wurden 2021, 2022 mehr oder weniger Ausbildungsverträge in der Landwirtschaft abgeschlossen als 2020? Mehr. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen einem Ochsen und einem Bullen? Ja, der Ochse hat keine Eier mehr, der Bulle schon. Richtig. Welcher Hersteller verkaufte 2021 die meisten Traktoren in Deutschland? Oh, John Deere, glaube ich. Ja, leider richtig. Welches Getreide wird in Deutschland am meisten angebaut? Weizen. Ja. Wie viele Tonnen Getreide wurden 2021, 2022 erzeugt? 39 Millionen oder 90 Millionen? 90 Millionen. Falsch. Von welchem Hersteller stammt das beliebteste Traktormodell 2021? Fendt. Richtig. Wofür wird mehr als die Hälfte des Getreides in Deutschland genutzt? Mehr als die Hälfte? Ja. Boah, das ist ja so eine strittige Frage, aber die Ökos behaupten immer für Tiere. Richtig. Wo findet man Spelzen und Ähren? Spelzen und Ähren im Getreide? Richtig. Wofür steht die Abkürzung GVO? Gentechnikfrei. Falsch. Was ist das Gegenteil von der Monokultur? 2 Kartoffeln, 2 Extrapunkte. Ja, also ich finde, ich habe ganz gut vorgelegt. Ich habe 2 Kartoffeln geschält, das soll einer von den beiden erstmal nachmachen.
Und die Fragen, die habe ich auch ganz gut beantwortet gekriegt. Scheiße. Das sieht doch super aus. 10 Punkte im Voraus, was müssen die da jetzt erstmal nachholen? Die Rentner. Setzt gerne ab. War ein schöner Dorfbums. Josie, bist du nervös? Sogar ein bisschen, ja. Wie viele Quadratmeter sind ein Hektar? 10.000. Richtig. Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Traktor? 2. Richtig. Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt in Deutschland heute? Oh, 150 bis 170. Falsch. Okay, Entschuldigung. Wurden 2021, 2022 mehr oder weniger Ausbildungsverträge in der Landwirtschaft abgeschlossen als 2020? Weniger. Mehr, also falsch. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Ochsen und einem Bullen? Der eine ist kastriert, der andere nicht. Welcher Hersteller verkauft 2021 am meisten Traktoren in Deutschland? John Deere. Richtig. Welches Getreide wird in Deutschland am meisten angebaut? Weizen. Richtig. Wie viele Tonnen Getreide wurden 2021, 2022 erzeugt? 39 Millionen oder 90 Millionen? 39. Richtig. Von welchem Hersteller stammt das beliebte Traktormodell 2021? Das beliebteste Traktormodell 2021? Von welchem Hersteller? Fendt? Richtig. Wofür wird mehr als die Hälfte des Getreides in Deutschland genutzt? Theoretisch würde man ja sagen, aber Tiere? Ja, na, Futter, richtig. Ach. Wo findet man Spelzen und Gran? Getreide. Richtig. Okay. Wofür steht die Abkürzung GVO? Gentechnisch veränderte Organismen. Perfekt, richtig. Was ist das Gegenteil von der Monokultur? Weiter. Wie nennt man ein weibliches Rind, welches noch nicht gekalbt hat? Rind? Ferse. Falsch. Ach so. Stopp, das war's. So, Michael, guck mal. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Kartoffeln habe ich geschält. Wow. Ich bin stolz auf mich, weil ich habe es geschafft, Kartoffeln zu schälen und Fragen zu beantworten. Ja. Maschine. Ich hab's doch gesagt, ich gib's dir. Da macht ihr auch schneller als vorher, das geht so nicht. 21 Kartoffeln, Sieg für Team Acker. Es gibt keine Verlierer, nur Gewinner und die, die nicht gewonnen haben. Na, ich würde dir vorschlagen, Philipp darf auch mal in mein Team kommen, dann weiß er, wie das ist, wenn man gewinnt. Geil. Mit links. Schön, freut mich. Yes. Leute, das war's mit der ultimativen 100 Hektar Heimat Game Show. Ich habe die anderen zum ersten Mal heute getroffen und hatte richtig Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Hier oben findet ihr noch ein Video von uns. Hier unten gibt's noch ein Video von Worldwide Wohnzimmer, die zocken. Was ist das? Tschüss.